Dann werden wir ihn hier in Stellung bringen. Nee, das reicht auch nicht. Das reicht auch nicht. Ja, darüber möchte ich nicht gehen. Wir könnten hier plündern für Gesundheit. Das brauchen wir aber eigentlich noch nicht. Und der Armbrustschütze. Ah, hier hat er auch noch... Deswegen ist er jetzt bei 94, weil er hat die Einheiten von Genf sich geschnappt. Na, soll er ruhig mal. Dann gehen wir jetzt nach Baltimore, wenn er Baltimore angreifen möchte. Und was sehe ich hier? In 3 Runden ist der Thron des Kriegsherrn da. Das heißt, wir sollten mit Washington auf jeden Fall noch warten, bis der Thron des Kriegsherrn dann da ist. Hier schleichen wir uns mal an Jerusalem vorbei und erforschen die Rückseite des Kontinents. Gut. Silvas hat ja jetzt den Kornspeicher abgeschlossen. Das heißt, wir bauen hier ein Monument. Und wer ist das hier? Sind das die Holländer? Nein, das ist die Mongolei. Ich dachte, die sind braun. Sind die wirklich so orange? Hm, komisch. New York, bitte die Wassermühle reparieren. Ah, New York war echt wichtig, dass wir New York erobert haben. Fantastisch. Und Persien macht wirklich gar nichts dort oben. Lauter Papiere und Formulare. Der ganze Staatsapparat ist wie eine Festung aus Papieren. Plus 1 Annehmlichkeiten für Städte mit Garnisonseinheit. Das wäre natürlich eine interessante Sache. Die könnten wir reinnehmen. Die werde ich auch reinnehmen. Genau, weil Annehmlichkeit brauchen wir dringend. Ich schaue nochmal ganz kurz. Hier ist eine Garnisonseinheit, jawohl. Hier ist keine. Das heißt, hier sollten wir noch eine reinsetzen. Vielleicht machen wir das so, dass wir den Speerkämpfer hier hochschicken und dafür hier den Armbrustschützen reinschicken. Dann hat nämlich Charleston auch. Istanbul bräuchte auch noch eine Garnisonseinheit. Und die hier auch. Also wir brauchen jetzt überall eine Garnisonseinheit. Der bekommt jetzt gleich eine. Okay, der möchte gerne New York angreifen. So. Wir werden dem mal eins aufbraten hier einfach. Noch 2 Runden bis zum Thron des Kriegsherrn. Solange werde ich auch noch erstmal Washington versuchen zu belagern. Beziehungsweise belagern tun wir es ja nicht, blöderweise. So, jetzt kann er schon mal nicht mehr schießen. Jetzt kann er schon mal nicht mehr schießen. Das Pferd bleibt hier bitte. Ein Sturm ist schwächer geworden. Das ist schön für ihn, für den Sturm. Ja, und er muss jetzt sich mal hier oben entlang schleichen. Mal schauen, wie gut das klappt. Ein Armbrustschütze, schnell weg. Aha, dort ist ein Lager. Okay, eine neue Ausrichtung. Ja, ich würde ja gerne auf die Monarchie. Das heißt, wir müssen tatsächlich jetzt hier die Theologie erforschen, um als nächstes auf die Monarchie zu kommen. Baut 2 Tempel haben wir überhaupt nicht. Gründet eine Religion haben wir auch nicht. Aber so ist es halt nun mal. Gut, wir könnten jetzt hier eine Stadtmauer bauen. Ist die Frage, ob wir das brauchen, weil ich meine, wenn Washington weg ist, ist hier hinten eigentlich keine Gefahr mehr. Ob wir da nicht lieber ein Handelszentrum zum Beispiel errichten. Ich glaube, das ist wesentlich besser. Hier, ein +7er Handelszentrum. Fantastisch. Da würden wir diese Mine verlieren, die da ist, glaube ich. Ich schaue mal ganz kurz, was da genau ist. Ist einfach nur ganz normale Mine, ne? Ja. Genau. Das machen wir. Ein +7er Handelszentrum habe ich noch nie gesehen. Wahrscheinlich, weil hier der Hafen ist. Genau, hier ist der Hafen. Dann ist hier die Schafe und dann ist hier noch das Weltwunder und der Fluss. Ich glaube, daran liegt es. Fantastisch. Okay, das wird super. Dauert aber auch 13 Runden. So, dann hier noch die Politik ändern. Und zwar Produktion für Lager könnten wir theoretisch rausnehmen. Plündern können wir auch rausnehmen. Wir nehmen mal Plündern raus und setzen dafür +1 Annehmlichkeit hier rein. Genau. Dann den General brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. +2 Einflusspunkte pro Runde für Gesandte. Der erste Gesandte zählt als 2. Bringt uns jetzt eigentlich auch alles nichts. Gouverneur mit mindestens 2 Beförderungen liefern +1 Annehmlichkeit und +2 Wohnraum. Das wäre vielleicht noch interessant. Ich glaube, wir nehmen hier mal lieber den... Obwohl, nee. Nee, General ist schon besser, weil wir wollen ja auf Langzeit, wir wollen ja auf Herrschaftssieg spielen. Und Lager lasse ich mal drin, oder? Oder lieber wieder Produktion für Einheiten. Lager- und Hafenbezirke. Ich lasse es jetzt mal so drin.
Wir haben ja in 4 Runden eh die Möglichkeit zu wechseln. Ja. Ich lasse es mal so, weil wir in Charleston vielleicht auch ein Lager bauen. Würde ich sagen. Oh, hier ist auch nochmal Salpeter, den wir anschließen müssen. Na gut. Gibt es was zu handeln? Vielleicht für Chinggis Khan. Wieder ein paar Pferde. Er hat 18 Pferde. Ich glaube, er könnte am Pferden interessiert sein. Wir möchten gerne Gold. Und zwar dein ganzes Gold. Naja. Pass mal auf. Wir geben ihm mal 40 Pferde. Und wollen dafür sein ganzes Gold. Macht er nicht. Er würde 2 Gold sofort und 180 Gold. Okay, dann schauen wir mal. Dann machen wir doch hier mal 150 draus. Das ist ihm immer noch zu viel. Na? 129 würde er nehmen. 130, okay. Sehr schön. Ach, wir können jetzt die Allianz machen, richtig. Militärallianz plus 5 Kampfstärke-Bonus gegen Einheiten von Spielern, die Krieg gegen euch und eure Verbündeten führen. Wirtschaftsallianz. Kulturelle Allianz, religiöse Allianz. Also. Forschung geht leider nicht, weil das hat er schon mit jemand anderem. Ich glaube, ich will mal eine Militärallianz. Dafür will er 3 Gold. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, ob wir mit ihm auch eine Allianz aushandeln können. Und zwar eine Forschungsallianz. Ja. Dann machen wir das auch. Er hätte ja immer noch die Diamanten. Naja. Aber wir werden jetzt erstmal eine Delegation schicken. Botschaft können wir leider noch nicht errichten. Diplomatischer Dienst, weil wir eine Allianz haben. Sehr gut. Okay. 12 Runden noch der militärische Notfall. Jetzt haben leider die Städte hier auch inzwischen Stadtmauern. Das ist schlecht. Aber wir haben ja hier unsere Tribok-Armee. Schau mal, wann kommt denn der neue? Sozusagen die Bombarde wäre hier das nächste. Ja, in 2 Runden kommt unser Janitschar. Das ist natürlich schon super wertvoll. Fantastisch. Ja. Und hier sind mittelalterliche Burgen. Ist auch nicht schlecht. Führt eine Regierung mit 6 Politikplätzen. Ja, das kommt ja auch bald, wenn wir die Monarchie einführen. Und das ist ja ungefähr 15 Runden. Ja, genau. 15 Runden, weil 2 Tempel werden wir nicht bauen können. Wir haben, glaube ich, gar keine Religion, oder? Doch, wir haben eine Religion. Wir könnten sogar Tempel bauen, dafür brauchen wir aber heilige Stätten. Und die werde ich sicherlich nicht so schnell hinbekommen und möchte ich auch gar nicht. Na gut, weiter geht's. Washington wird demnächst fallen. Aber eine Runde warten wir dann noch, bis der Thron des Kriegsherrn dort da ist. So, du gehst bitte nach Charleston. Und du gehst hier hoch. Ich hoffe, wir können uns hier vorbeischleichen. Da ist Angkor Wat ist im Bau. So, Istanbul könnte jetzt eine Arena bauen. Der Unterhaltungskomplex bringt plus 1 Annehmlichkeit. Und die Arena nochmal plus 1 Kultur und plus 2 Annehmlichkeiten. Was natürlich schon ziemlich gut wäre. Ich bin aber eher, glaube ich, dafür, nochmal eine Einheit jetzt zu bauen. Weil wir uns jetzt nach Persien wenden. Und ich denke, obwohl, in einer Runde kommt unser Janitschar, ne? Aber den Janitschar dürfen wir nicht in unseren eigenen Städten bauen, weil dann verlieren wir Bevölkerung. Den Janitschar müssen wir in eroberten Städten bauen. Deswegen würde ich gerne in Philadelphia und Charleston auch jeweils ein Lager bauen wollen. Und in Baltimore eigentlich auch. Ja, wir brauchen überall Lager. Das ist ja ganz klar. Wir wollen ja einen Herrschaftssieg. Oh, was machen wir denn da? Nochmal ein Handwerker, glaube ich, ist ganz gut. Ja. So, wir schießen. Achso, wir können nur da hochschießen. Mit ihm hier, ja, machen wir. Oh, der Renner ist jetzt nach draußen gekommen. Das ist natürlich für uns schlecht. Sollen wir den erstmal beschießen? Das bringt aber kaum was. Na gut, wenn wir was mit allen machen, bringt es vielleicht doch ein bisschen was. Den geht's nicht. So, dann hier am Lager vorbei.
wir auch nicht beschossen werden. Sehr schön. Gut. Wir haben jetzt inzwischen 3 diplomatische Gunst, 2 durch Allianzen. Das ist ja fantastisch. Unser Gold schaut auch ganz gut aus, aber nur weil wir von Chinggis Khan 17 Gold pro Runde bekommen. Sonst wären wir eigentlich bei Minus. Bei Minus 10 wären wir sonst. Ja, dieser Renner macht mir Sorge, weil der jetzt wahrscheinlich hier den Triburg angreift. Aber nächste Runde wird Washington, glaube ich, fallen. Deswegen brauchen wir uns da keine Sorgen machen. Oder was macht der Renner? Ne, er greift diesen Triburg an. Unseren guten Triburg. Ne, das hier ist unser bester. Okay. So, plus 1 Punkte, weil wir die Renaissance erreicht haben. Und weil wir jetzt wissen, was wir mit Schießpulver machen müssen. Tier. Weil wir ja den Janitschar haben. Und liebt plus 1 bei Steinbrüchen und ein neuer Gouverneur für uns. Ja, sehr gut. Einzigartige Osmaneneinheit der Renaissance, die den Musketier ersetzt, startet mit einer kostenlosen Beförderung, stärker und günstiger als der Musketier. Um einen Janitscharen auszubilden, muss eine Stadt mindestens 2 Bevölkerung haben. Wurde eine Stadt von Osmanen gegründet, verliert sie einen Bewohner, wenn sie einen Janitschar ausbildet. Ja, das ist genau das Problem. Das ist genau das Problem. So. Gut. Ja, jetzt wäre es eigentlich wirklich an der Zeit, mal die Astrologie zu erforschen. Das ist unglaublich. Hier müssen wir 2 Galeeren haben. Das können wir hinbekommen, noch eine 2. Galeere zu bauen. Der Metallguss wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, wir bauen hier mal, wir holen uns mal die Bombarde. Gut. Edirne hat die Waffenkammer abgeschlossen. Ja, hier könnten wir theoretisch... Ach, die Zollstatue gewährt 3 Bogenschützen. Gottes Willen, das ist ja uralt. Hier könnten wir jetzt theoretisch einen Janitschar ausbilden. Aber das Problem ist beim Janitschar, dass wir dann eine Bevölkerung verlieren. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich denke, wir werden hier jetzt erstmal ausbauen. Wassermühle und Monument. Baltimore kann angreifen. Sollte es dann auch machen. Und in Baltimore können wir den Markt bauen. Wir können leider kein Lager bauen, sehe ich gerade. Weil wir dann noch eine Bevölkerung mehr brauchen. Na gut, dann den Kornspeicher jetzt erstmal. Alles erstmal in den Stadtbezirken. Wassermühle. So, oh, der ist ja schon fast tot, sehe ich gerade. Das ist sehr schlecht. Dann versuchen wir jetzt mal Washington zu erobern. Schauen, ob es funktioniert. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Jetzt müsste es funktionieren. Und da müssten die Einheiten auch weg sein, wenn das wirklich Washingtons letzte Stadt ist. Ja! Fantastisch. Instead of the United States of America, your nation will go far. Ja. So, dann haben wir Teddy Roosevelt besiegt. Glückwunsch, eure Nation wird es weit bringen, anders als die Vereinigten Staaten. Ja, die Vereinigten Staaten sind sozusagen dann weg. Amerika konnte sich nicht bewähren, wir bekommen 5 Punkte dadurch. Der Bau von unterschiedlichen Bezirken hat eure Ingenieure zu unglaublichen guten Städtenbauern gemacht. Wir bekommen fürs Bauwesen etwas, weil wir, glaube ich, jetzt alle Bezirke haben, die es so gibt, weil wir jetzt auch einen Hafen haben. Eure Gelehrten entwickeln Methoden, um die gefragten Bücher schnell zu verbreiten. Wir haben für Druck Fortschritte gemacht, sehr gut. Ja, wir haben jetzt hier einen Hafen. Fantastisch. Natürlich behalten wir die Stadt. Die können wir auch gar nicht vernichten, sehe ich gerade. Teddy Roosevelt wurde besiegt. Genf hat mit Süleyman Frieden geschlossen. Richtig. Wir müssten jetzt eigentlich für Genf der Chef sein. Amerika, das Hauptstadt wurde eingenommen. Sehr gut, genau. Edirne braucht Annehmlichkeit. Und hier haben wir plus 1 Zeitpunkt, Alterpunkt für die Renaissance. Und plus 5, weil wir Amerika haben. Ja, sehr gut. Da brauchen wir nur noch 2 Punkte hier. Genf, genau. Ist Genf jetzt bei uns? Nein, noch nicht ganz. 1 Punkt brauchen wir noch. Und jetzt ist es soweit. Jetzt können wir Armani nach Genf schicken. So. Und das, jetzt bringt es was tatsächlich. Wenn sie da etabliert ist in 5 Runden, werden wir der Suzerän von Genf sein. Wer ist es jetzt? Im Moment ist es keiner. Und dann bekommen wir den Bonus von Genf, solange wir nicht im Krieg sind. Plus 15% Wissenschaft. Aber das wird uns wohl nicht gelingen. Wir werden immer im Krieg sein oder zumindest viel im Krieg sein. So, Washington sollte seinen Kornspeicher... Oh, 14 von 7. Das ist heftig. Kornspeicher erstmal ausbauen. So, hier versuchen wir uns an der Seite vorbeizuschleichen. Du heilst dich. Wer ist denn das? Ach, da sind die Mongolen. Die sind auch auf demselben Kontinent wie wir. Ja, wunder, dass die Persien so Probleme machen. Dann sind die ja sozusagen Nachbarn. Aha.
Ich dachte, die Mongolei wäre auf einem anderen Kontinent. Aber Pustekuchen. Ja, dann können wir uns jetzt gut gegen Persien wenden, würde ich sagen. Wir sind ja mit Persien eh noch im Krieg. Noch für mindestens 10 Runden. So, welchen Gouverneur wollen wir? Alle freundlichen Einheiten, die kämpfen besser. Etablierung in einer verbündeten Fremdenstadt steigt eure Allianzpunkte. Bei einer Etablierung in einer fremden Hauptstadt sinkt der Groll. Tja. Ich glaube, mehr Forschung ist jetzt erstmal wichtig, oder? Plus 1 Forschung pro Runde für jeden Bürger in der Stadt. Wir schauen mal ganz kurz. Wir haben jetzt 50 Forschungspunkte. Wir hätten dann nochmal 9 Forschungspunkte mehr. Und ich glaube, das wäre schon wichtig. Ja, den holen wir uns jetzt erstmal, Pingala. So. Da müssten wir gleich jetzt 59 Punkte haben. Und vielleicht sogar noch mehr, weil wir in Washington ja auch noch ein... Dann sollte Pingala vielleicht nach Washington gehen. Schau mal ganz kurz. Wo haben wir mehr Forschung? In Istanbul haben wir 24. Durch Pingala aber auch. Und in Washington haben wir 4,4 im Moment. Das ändert sich aber, glaube ich, erstmal nächste Runde. Wir warten mal nächste Runde ab. So, diese ganzen Einheiten müssen nach Norden. Das Problem ist, dass wenn wir die zur Bombarde upgraden wollen, wir einen Haufen Gold brauchen. Ja. Tja. Das wird nochmal heftig werden. Ja, und leider ist hier auch geplündert worden von irgendjemandem. Ein Barbar hat hier diesen Campus geplündert. Die Universität zumindest. Und diese Bonusressourcen, die können wir uns dann holen. Ja. Nicht genügend Wohnraum, das ist wirklich ein Problem. Und sie sind unzufrieden. Tja. Ja, aber es ist nur minus 1, das ist also nicht so tragisch. Bei Wohnraum, da haben wir wirklich ein Problem. Tja, na gut. Schauen wir gleich mal. Jetzt geht es erstmal gegen Persien. Der Speerkämpfer, wo ist der denn? Den könnten wir upgraden zum Pikinier. Machen wir aber erstmal nicht. Da würde ich vorher gerne hier die Karte reinsetzen. Was ist denn hier eigentlich los? Ah, wir haben noch eine Beförderung. Wir haben noch eine Beförderung. Oder haben wir ihn gar nicht befördert? Doch, wir haben ihn befördert. Plus 100% in der Stadt generierte große Persönlichkeitspunkte pro Runde. Das wäre natürlich in Washington auch interessant. Washington hat Campus, Lager und Hafen. Und vielleicht bald auch nochmal ein Handelszentrum. Ja, ich glaube, das machen wir jetzt tatsächlich. Pass mal auf. Was hätten wir hier noch? Stadt, zusätzlichen Fernangriff, das brauchen wir im Moment nicht. Armani. Naja, Lang wäre natürlich nicht schlecht. Alle in dieser Stadt ausgebildeten Handwerker bekommen plus 1. Und dann hätte sie mehr Produktion. Ja, ich glaube, wir nehmen Armani. Komm. Und Armani soll nach Istanbul. Ja. Und Pingala soll dafür nach Washington. Sie kommt nur leider nicht rechtzeitig für diesen Handwerker. Deswegen werde ich hier nochmal vielleicht die Produktion umstellen zur Arena. Ja. Oder ein Theaterplatz. Nee, da warten wir noch, bis wir sie weiter abgegradet haben. Wir holen uns erstmal die Arena und wenn sie dann da ist, holen wir uns ein paar Handwerker. Das ist doch ganz schlau und wir können... Können wir die Politik ändern? Wir können die Politik ändern. Aha! Wir können die Politik ändern. Sehr gut. Was wollte ich denn da jetzt nochmal? Irgendwas Wichtiges wollte ich dann machen. Auf jeden Fall das hier raus. Ist ganz klar. Neu ausgebildete Handwerker erhalten 2 zusätzliche Bauaktionen. Wäre gut. Wäre sogar sehr gut. Aber das können wir eh hier in 2 Runden einsetzen. Deswegen werde ich das erst in 2 Runden machen. Das kann aber raus. Nachlass bei Goldverbesserung, das wollte ich, glaube ich, einsetzen. Ne? Wenn wir jetzt gleich unsere Janitscharen eventuell upgraden, können wir die überhaupt upgraden? Ach nee, unsere Bombarden können wir upgraden, aber das dauert noch 7 Runden. Das dauert noch ewig.
Das dauert tatsächlich noch ewig. Bis dahin sind wir aber unterwegs, bis wir hier hochkommen. Hier ist inzwischen die Straße gebaut worden, was natürlich für uns jetzt vom Vorteil ist. Die können wir ausnutzen. Ja. Also die nehmen wir schon mal raus. Die brauchen wir auf gar keinen Fall. Produktion für nahfern Kavallerieeinheiten der Antike, Klassik, Mittelalter und Renaissance. Bauen wir eigentlich auch gerade überhaupt gar nicht. Die Ressourcen bringen 1 mehr pro Runde. Ich glaube, das ist das Einzige, was im Moment wirklich Sinn macht. Ja, wir setzen das mal rein und warten die 2 Runden ab, bis wir sowieso wieder wechseln können. Und dann werden wir die Handwerker reinsetzen. Plus 1 Kultur und plus 1 Wissenschaft durch internationale Handelswege wäre auch interessant, aber wir haben ja im Moment nur einen sozusagen einen Binnenhandel. Das bringt uns also gar nichts. Gouverneure bringen, das wäre natürlich auch sehr gut. Gouverneure bringen Annehmlichkeit und Wohnraum für Washington. Aber es sind auch eh nur 2 Wohnraum. Da ist, glaube ich, die plus 1 Produktion schon wertvoller. Wir machen es jetzt mal so. Gut, wir sind beim Eisen, glaube ich. 110 haben wir als Lagerbestand. Ja, super. Da sind wir noch gar nicht am Lagerlimit. Das liegt daran, dass wir so viele Lager haben hier. Fantastisch. Gut. Ja, leider dauert es jetzt, bis die Gouverneure zugewiesen sind. Das ist ein bisschen blöd. Da bauen wir die Bibliothek. Das wird uns auch nochmal Wissenschaft bringen. Wir sind jetzt sehr nah dran an Persien. Trotzdem immer noch weit weg von den beiden hier. Ja, aber Persien schnappen wir uns ja jetzt. Persien schnappen wir uns. Kurzer Blick auf die Uhr. Ja, sehr gut. Ich spiele noch weiter. Oh, ja, stimmt. Mit dem Handwerker müssen wir hier auch einige Sachen mal reparieren. Gut. Verbündeter berichtet, die Inquisition hat begonnen, alle Heretiker auszuwerten, die die Shinto widersetzen. Annehmlichkeit in Washington gebraucht und Wohnraum in Washington gebraucht. Und Washington produziert nicht genug Nahrung. Ja, das ist wirklich ein Problem. So, wir haben zumindest 14 von 9 jetzt. Ich glaube, jetzt kommt erstmal die Wassermühle und dann das Monument. Schutzgebiet bringt, glaube ich, Wohnraum, ne? Gewährt bis zu 3 Wohnraum basierend auf Anziehungskraft. Verursacht Kulturschock für angrenzende gelängende Felder. Und ein Aquädukt. Städte, die noch keine Süßwasserquelle haben. Washington hat aber eine Süßwasserquelle. Städte, die bereits über eine Süßwasserquelle verfügen, erhalten stattdessen plus 2 Wohnraum. Naja. Plus 1 Annehmlichkeit beim Bau neben einem geothermischen Riss. Haben wir sowas hier? Ich glaube nicht. Nein. Da könnten wir ein Aquädukt hinbauen, aber da bin ich nicht so. Bin ich nicht so von überzeugt. Wir bräuchten auch nochmal einen Siedler hier. Das wäre eigentlich die Idee, in Washington einen Siedler zu bauen. Weil dann verlieren wir auch eine Bevölkerung. Ja, bauen wir hier mal einen Siedler, dann können wir nämlich hier noch eine Stadt gründen. Das ist eine gute Idee. So, du kannst dich zum Janitschar verbessern. Das ist sehr gut. Dafür brauchen wir aber erstmal diese bestimmte Karte. Plus 1 Fortbewegung und kann Klippen erklimmen. Plus 10 Kampfkraft bei Verteidigung gegen Fernangriffe. Ich glaube, das ist im Moment besser. Sehr gut. Dann ihn heilen wir erstmal. Wir heilen jetzt erstmal hier alle. Ihn auch vor allem. Und die, die keine Heilung brauchen, können schon mal ein bisschen nach oben ziehen. So, es hat offensichtlich funktioniert. Wir sind hier vorbeigehuscht. Mit Genghis Khan haben wir eine Allianz, das heißt, hier können wir durchmarschieren, wie wir lustig sind. Und sehen ein bisschen hier die Städte von Genghis Khan. Ja, nächster Punkt. Also wir sind jetzt gerade dabei, unsere Wissenschaft auszubauen. Nächster Punkt ist, unser Geld auszubauen. Wir haben nicht ein großes Militär. Und das müssen wir ja finanzieren. Dafür kommt hier in 5 Runden das super gute Handelszentrum. Das wird uns viel bringen. Aber wir müssen weiter ausbauen. Wir müssen weiter unbedingt unseren Handel ausbauen. Wir brauchen auch mehr Händler. Wir haben im Moment nur einen Händler.
Das geht so nicht weiter. Und irgendwas passiert hier. Nur weil er ernst nimmt, was die Götter zum Spaß erschufen. Ja, das ist gut. Jetzt können wir die Politik verändern. Wir können das hier nochmal rausnehmen und jetzt hier den Nachlass reinsetzen.